Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Vizumania. Ich weiß, die letzten 3 Tage ist tatsächlich kein Video von mir gekommen. Das hat unterschiedlichste Gründe. Letzten Dienstag war ich zu kaputt, um noch ein Video aufzunehmen. Letzten Mittwoch war ich bis spät in die Nacht weg, feiern. Danach habe ich natürlich auch kein Video aufgenommen. Und gestern war ich wieder relativ spät zu Hause, habe mich gerade noch durch die Herausforderungen gequält und danach bin ich schon fast ins Bett gefallen, ja, also auch dort Müdigkeit mal wieder. Ja, und heute komme ich nach Hause und erstmal ist das Internet scheiße und ich denke mir nur so, toll, jetzt kommt wieder kein Video oder wie. Aber es hat sich dann zum Glück irgendwie wieder eingependelt nach einem PC-Neustart und die ganzen Tricks, die man ja kennt, ne, habe ich dann angewendet. Jetzt sollte es hoffentlich laufen. Na. Und wir kümmern uns jetzt hier auch schnell um die Hauptquest, denn ich hatte ja beim letzten Mal hier die tägliche Quest noch mal fertig gemacht, dadurch war das Video ein bisschen länger geworden. Und jetzt kümmere ich mich hier um, ja, die Vorposten-Sache der Armee. Also ich habe mich schon um die Unroten gekümmert, jetzt muss ich mich halt um die Talos-Soldaten kümmern, damit es mit der Hauptquest weitergeht. Ja, die tägliche Quest dort könnte man wieder annehmen, lasse ich aber diesmal sein, weil die gibt zwar viel Silber, aber wir wollen ja auch weiterkommen, das ist doch. Ja, also im Normalfall würde man ja auch hier jetzt direkt weiter spielen, nachdem man die Quest gemacht hat. So, also die sind nicht wirklich schwer, dauert nur ein bisschen, bis man sie down hat. Ja, die stehen ein bisschen verteilt, achtet ein bisschen da drauf, wie der eine hier gerade hat so eine Attacke gemacht, die kann schon ein bisschen übler werden. Ah, denkt dran, Heiltränke zu nehmen, man kann ja eigentlich nicht so viel helfen, ja, selbst wenn die Waffe dann sagt, ich bin jetzt geschädigt, ich möchte repariert werden, und zwar sofort, ja, reparier mich. Ja, ihr könnt dann eigentlich immer noch ein bisschen warten. So. Wir sollen ja zu Zhao Bericht erstatten. Dann machen wir das auch. Und ja. Werden dann wohl feststellen, dass wir jetzt hier das Lager verlassen können, nehme ich mal an. Ah, jetzt geht mir genau entscheidenden Moment das Ski aus. Laufe ich halt hier drum rum. Oh, ihr seht, da kümmern sich dann auch die Wachen drum, aber ihr könnt euch nicht drauf verlassen. Wenn ihr euch drauf verlasst, dann werdet ihr tot, bevor die Wache diesen Mob tot hat. Ja, also. Die braucht ja ewig. Mein Gott. Wenn die wenigstens so stark wäre wie wir, aber nein. Kein Wunder, dass sie hier festhängen. Ja, hier könnt ihr theoretisch reparieren. Ich mach das jetzt mal. So. Danke. Wir können hier weg. Eine große Last ist von meinen Schultern genommen. Wie versprochen, helfe ich dem Widerstand nun, wo ich kann. Einige meiner treuesten Soldaten werden uns begleiten. Alle anderen kehren heim. Darauf haben sie lange genug gewartet. Geh zur himmlischen Zuflucht. Ich komme später. Meine Soldaten erwarten meine Befehle. Gut. Noch mit Du Yuhan reden? Ich habe euch unterschätzt. Dachte nicht, dass ihr es schafft. Doch ich bin froh, euch mitgenommen zu haben. Ihr könnt dem ehrenwerten General Hou Zhao vertrauen. Echte Soldaten kämpfen aus Pflichtbewusstsein, nicht wegen des Geldes. Wir planen unseren nächsten Schritt bei den Palisaden der himmlischen Zuflucht im Osten. Ich sammle unsere Kräfte und treffe euch dort. Gut, wir könnten jetzt hier wieder theoretisch Wind wandeln zu unserem nächsten Ziel. Ja, dort hinten kann man jetzt nicht direkt hin mit Wind wandeln, aber hierhin könnte man Wind wandeln. Ne? Da ist ja auch noch die eine Quest, die man sehen kann. Ach so, das geht hier rein. Ja, gut, hier kann man natürlich nicht hin Wind wandeln, aber ich habe das gerade verwechselt mit dem Moment nach dieser Quest hier. Ja, gut. Also.
Wir betreten jetzt mal wieder eine Instanz. Da wir eine Hauptquest machen, sollte das Ganze möglich sein. Nicht allzu schwierig. Ich erinnere mich aber auch an diese Instanz. Ich meine, da wäre ich aber im Gruppenmodus reingegangen. Da war die schon anspruchsvoll. Mal gucken. Werden wir ja gleich mitbekommen. Ich schau gerade mal. Wir müssten aber auf Max sein. Ist alles auf Max. Alles gut. So. Ach, das ist die. Okay. Jetzt habe ich die Ini auch schon wieder verwechselt. Naja, die hier ist kein Problem. Ah, die ist ziemlich. So, ja, wir müssen jetzt hier rechts lang. Und die ganzen Wachposten der Talos-Armee killen, fragen uns natürlich irgendwie, warum. Hä? Wir sind doch hier in der Palisade der himmlischen Zuflucht. Warum laufen hier Talos rum? Sollten doch eigentlich nicht hier drauf. So, immer versuchen, schön zu blocken. Dann behält man noch ein bisschen mehr Leben. Wunderbar. Jetzt können wir hier die Zellen öffnen. In der Regel ist das hier, ist da niemand drin. Also die hier sind leer. Aber die eine da hinten, die hat natürlich Gefangene dabei. So. Also öffnen wir die hier. Wir hätten auch direkt die alleine wechseln können. So. Und zock. Und Widerstandskämpfer der himmlischen Zuflucht. Aha. Weil der Name ist zu lang, um oben in den Titel reinzupassen. Widerstandskämpfer der Himmlisch. Okay. Koordinierte Angriffe auf die Bastion der himmlischen Zuflucht und die Palisaden. Als kein Anführer da war. Das stinkt zum Himmel. Ugum hat euch alle verraten. Selbst wenn Ugum die Talos hergeführt hat, sollten die Palisaden nicht einfach so fallen. Einer unserer Männer muss ein Spion sein. Habt ihr bereits einen Verdacht? Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir jeden Augenblick Verstärkung bekommen. In der Zwischenzeit sollten wir die vielen sensiblen Dokumente hier vernichten. Sie dürfen dem Feind nicht in die Hände fallen. Wir sind zahlenmäßig unterlegen. Überlegen wäre schön, ne? Als letztes Mittel wurde überall Sprengstoff ausgelegt. Die Explosion lenkt unsere Gegner hoffentlich lange genug ab, sodass wir die Dokumente vernichten können. Ihr informiert unsere Stützpunkte und fordert Verstärkung. Also, wir nehmen uns jetzt hier eine Waffe. Und feuern. Boom! Ja, ne? Das gab eine schöne Explosion. Ich glaube, ich habe es aber zu früh gemacht. Keine Ahnung. Egal. Ja, ihr seht, ich habe auch wieder einiges an Leben verloren. Deswegen esse ich jetzt erstmal schnell ein Bällchen. So. La 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 la. Dauert immer ein bisschen. Zum Glück sind anscheinend noch keine Dokumente verschwunden. Schnell, vernichten wir sie. Danach solltet ihr schnellstmöglich von hier verschwinden. Ich bleibe hier und räche die Gefallenen. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Welch ehrbare Absichten. Unsere Anführer vertrauen euch zu Recht. Doch jetzt zerstört die Dokumente. Wir halten Wache. Gut. Wir zerstören die Dokumente. Also wir setzen sie in Brand. Yay! Feuer! Wow, das ging schnell. Gut. Die müssen wir auch noch zerstören. Findet und besiegt Damung. Okay. Wer auch immer das ist, ich glaube, wir werden es gleich herausfinden. So. Na, haben wir hier auch wieder Sprengstoff? Sieht nicht so aus. Ja.
Also ziehen wir wieder alle zusammen, setzen unseren Rechtsklick ein und killen alles. Dann geht das nämlich sehr, sehr schnell. Ey, Bruder! Scheiß Verräter hier. Stöpst halt zu. Also, ja. Sprecht mit Wungsock. Das ist der da immer noch. Und die anderen. Diese Verräter sind für das alles verantwortlich. Ich töte ihn eigenhändig. Dafür werdet ihr bezahlen. Hier dann. Jo, läuft. Mega Aggression. Ich werde euch vernichten. Töten. Okay, wir sollten lieber auf die warten, weil da kommen jetzt doch ein paar sehr viele. Auf sie mit Gebrüll. Das Schöne hier ist, letztendlich, ja, wir kriegen jetzt noch Verstärkung und, hey, hallo, ich will dich angreifen können. Oh, okay. Toll. Wahnsinn! Ah, jetzt ist er tot, wow. Hat ja gar nichts ausgehalten. Kam mir vorher ein bisschen zäher vor. Naja, gut, sprechen wir mit du, Johann. Ich glaube es nicht. Eine Basis nach der anderen fällt. Zürnen uns die Himmel? Okay, falsche Vertonung. Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Der Weg war nicht einfach. Überall wimmelte es nur sofort Talos, Soldaten. Ja, das habt ihr gerade eben schon gehört. Ich glaube es nicht. Eine Basis nach der anderen fällt. Zürnen uns die Himmel? Wo ist die Kommandantin? Sie ist mit Ixalun zu den Ruinen von Leuchtstein unterwegs, um das Talos-Chaos zu beseitigen. Was habt ihr als nächstes vor? Ich suche weiter nach Ungoom. Wir müssen die Verräter finden. Die Moral der Truppen ist schlecht wie nie. Ich gehe mit euch. Das werdet ihr tun? Gut. Dann zurück zum Wachturm. Dort überlegen wir weiter. Ja. Wieder kriegt man eine Waffe geschenkt. Oh, wir können auch mit dem alten Cho reden mal wieder. So. Also. Jetzt können wir Wind wandeln, theoretisch. Ich mach's aber nicht. Ja, also wir sind hier, können jetzt hier, um hier rauszugehen, einfach den Schalter betätigen, können dann einfach rauslaufen und wir sind jetzt auf dem Weg zurück zu den Wachtürmen. Ah, bei den Wachtürmen, bei den beiden Wachtürmen erwartet uns dann du, Johann, und gibt uns den nächsten Auftrag. Dort gibt es dann auch wieder neue Blauquests, ja, wie könnte es auch anders sein? Und, ja. Wir sehen mal weiter, wie das mit der Story läuft. Ja, die Kommandantin und Ixanun, die können auch ohne unsere Hilfe das alles machen. Ja, bei Du Johann bin ich mir da nicht ganz so sicher, ob der das alleine schafft. So, um abzukürzen, kann man einfach hier oben langlaufen und dann fliegen. Ja, fliegt einfach über eure Gegner drüber. Sie sehen euch nicht, sie schießen euch nicht ab. Nichts. Gar nichts. Perfekt, Leute. Ja. Ja, aber ihr habt ja gesehen, ich habe wieder eine Waffe bekommen. Das nützt mir im Moment gar nichts, weil mir einfach das Gold fehlt, um diese Hutika-Waffe zu machen. Ja, also das ist schön und gut, dass Blade & Soul einem die ganzen Waffen in den Allerwertesten schiebt. Aber es bringt halt nichts, solange man nicht das Gold auch gleichzeitig in den Allerwertesten geschoben bekommt. Also ja, ihr müsst schon ein bisschen was tun, Leute, ja. Um hier mithalten zu können. So. Übrigens, die Ankündigung kam, auf dem koreanischen Server gibt es anscheinend eine neue Klasse. Ja, den Gunner. Und ja, mal gucken, wann er hier kommt. Vielleicht werde ich den dann mal vorstellen oder so, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis das dann soweit ist. So, ihr seht, unten ist die violette Quest bei dem Lager des Koenin-Orden, beziehungsweise der Kamin-Legion in diesem Fall. Ah, wir können hier die blaue Quest abschließen. Und jetzt können wir hier mit du, Johann, reden. Ich mache mir Sorgen um die Kommandantin. Ich habe nachgedacht und kam zu dem Schluss, dass ihre Sicherheit vorgeht. Ich kümmere mich alleine um Ugu. Er war mein Untergebener. Ich bin für ihn verantwortlich.
Trefft ihr Jung Hado im Hochsitz der himmlischen Zuflucht im Norden und steht der Kommandantin bei. Ich informiere Jung Hado per Brieftaube. Wenn euch unterwegs Talos-Truppen unterkommen sollten, schaltet sie gnadenlos aus. Ja, schöne Geste von ihm. Und wir wissen auch immer, falls uns auf dem Weg irgendetwas entgegenkommt, heißt das eigentlich immer, dass wir Gegner besiegen müssen. Ja, immer. Immer. So, hier gibt es noch irgendeine blaue Quest. Hier ist eine tägliche, die ist es nicht. Das heißt, da hinten auf dem anderen Wachturm ist die blaue Quest. So. Oh, können wir uns jetzt hier holen. Kriegen 11 Silber dafür. Musikkampfautomaton, der Talos. Ja, bevor ich das aber mache, geht's hier lang. Hier geht's quasi jetzt zu dem PvP-Gebiet, wo ich im Moment keine Quests machen kann, weil mein Rang nicht hoch genug ist. Und ja, hier sollte man die Uniform anlegen. Und jetzt kann man hier lang gehen, einfach ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass man hier von den ganzen NPCs besiegt wird. Und kann jetzt hier mit dem Typen reden. So. Jetzt müssen wir das Horn eines bösen Ochsen kaufen. Geil. Da sind schon wieder 50 Silber weg. Wann soll ich die Waffe mal ab? Material zum Durchbruch. Das ist nicht gut. Den brauchen wir aber nicht. Den brauchen wir auch nicht. Den auch nicht. Den auch nicht. Skistulpen des Dokumos brauchen wir. Waffenkiste von Utica brauchen wir. Den brauchen wir nicht. Kann weg. Den brauchen wir nicht. Kann auch weg. Ja, also ihr seht schon so ein bisschen Kacke ist das schon im Moment. Wir kriegen jede Menge Sachen, die wir uns kaufen müssen. Und auf der anderen Seite gibt es nicht genug Silber, Bronze, was das ausgleichen würde. So, wir sind hier draußen und wenn ihr nicht vom nächstbesten Anhänger der anderen Fraktion gekillt werden wollt, zieht das Teil wieder aus, ja, auch wenn ihr das vielleicht hübsch findet oder so. Ausziehen und dann weiterlaufen erst, ja. Müsst ihr nicht nackt rumlaufen, könnt einfach was anderes anziehen, ja. Macht man ja im echten Leben auch so. Ich meine, da läuft man auch nicht einfach nackt über die Straße oder so. Oder in Unterwäsche. So, also ihr seht, da vorne ist der alte Joe. Mit dem können wir reden. Also, beziehungsweise das ist nicht der alte Joe, sondern das sind seine Enkel wieder, Buyang und Buna. Und jetzt führt uns Buna hier hoch. Und dort hinten ist dann der alte Joe, unser bester Kumpel. Ja. Und jetzt erzählt er uns was. Und jetzt haben wir den Wandsport gelernt. Der Wandsport bedeutet, wir können jetzt Wände hochlaufen. Und das ist sehr praktisch. Man muss nur eine Wand nehmen, wo man auch drauf kann. Ja, also ich zeige es mal da unten an der Wand. Hier. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine Wand, wo ich nicht drauf kann, oder? Nee, doch, jetzt hier. Perfekt, ja. Also so kommt ihr hier drauf. Und dann gibt es hier, glaube ich, nichts. Okay. Ich dachte schon, da wäre eine Höhle oder sowas. Da wäre ich aber selber überrascht geworden, weil das wusste ich dann auch noch nicht. Naja. Ist aber nicht. Sah nur so ein bisschen komisch aus. So, wir müssen jetzt hier die Automatons besiegen. Und ihre Automaton-Kerne uns beschaffen. Und wir haben hier den Auftrag, die ganzen Kämpfer zu besiegen. Derer 15. Ja, das ist schon mal raus. So, da vorne haben wir so einen scheiß Automaton. Den müssen wir nicht machen. Ja, das ist ein Fall. Also nicht angreifen, weil dann kommt dann direkt noch der Typ, der dann da ist. Ist das nicht Li Dongguang? Keine Ahnung, wie er heißt. Macht euch bereit!
Li Dolzung. Okay, das ist fast dasselbe. Ja, also. Ja, versucht die ganzen Mistdinger hier zu ignorieren. Ja, ihr seht auch schon da. Fehler auf der Automaton. Hier können wir auch die Aufklärer einfach bedienen. Ah, achtet so ein bisschen drauf, dass ihr nicht von den normalen Automatons angegriffen werdet und macht es nicht so wie ich, dass ihr denkt, doch, der eine ist ja jetzt langsam mal tot und haut den anderen runter. So, jetzt hat der eine auch noch resettet. Also hier einfach nur die Dinger aussammeln. Ja, und wenn euch so ein Automaton im Weg hockt, einfach töten. Aber was heißt töten? Ausschalten. Kaputt pauen. Unsere Skistulpen gehen durch alles durch. Selbst durch Kruppstahl oder so. Ja, egal. Also, wir haben die Automaton-Quest haben wir beendet. Wir können jetzt auch dort runterlaufen. Dort ist auch noch eine blaue Quest. Ja. Vielleicht sollte ich auch mal wieder ein Bällchen essen. Versuch es später noch einmal. Dafür muss ich aber erstmal wieder aus dem Kampf raus. So, also hier vorne ist auch eine Quest. Ich meine, die wäre oben auf dem Baum drauf. Muss ich gucken. Muss ich mir mal angucken. Ja. Ja, da oben. Ja, wir können ja jetzt hier den Baum hochlaufen. Und ja, man sollte das Ganze dann auch ein bisschen besser machen als ich jetzt. Ah, jetzt muss ich ein bisschen warten, bis ich wieder genug Chi habe. Und ja. Ich glaube, ich sollte an der Seite hier hochlaufen. Ja, es ist nicht immer ganz so einfach. Ja, ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht mehr den besten Punkt, wo man da am besten hochläuft. So. Hallo. Immerhin bin ich jetzt hier unten auf dem Ast gelandet. Komm jetzt von hier. That's not very funny. Jetzt hat's funktioniert, so. Ja, bla bla bla. 4 Silber gibt die Quest. Okay, gut. Also. An dieser Stelle möchte ich dann das Video auch erstmal wieder unterbrechen. Beim nächsten Mal mache ich dann hier weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, dass jetzt etwas häufiger wieder Videos von mir kommen. Aber ich sehe das eigentlich ganz gut. Das sieht eigentlich ganz gut aus, denn morgen bin ich zwar auf dem Konzert, aber davor kann ich ja aufnehmen. Also sollte das alles funktionieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Izu.